Wenn man näher hinguckt, sind die allermeisten der wirtschaftlichen Alltagsfragen verbunden mit philosophischen Fragen. Also als Beispiel die Frage, wie wir als Verantwortliche oder Vorgesetzte mit unseren Mitarbeitern und Kollegen umgehen, welche Gefahren das vielleicht auch in sich birgt, ja, und welche Formen der Wertschätzung man Menschen entgegenbringen kann, um ihre Arbeitsplatzzufriedenheit zu erhöhen. Dann wird irgendwie klar, dass viele dieser Alltagsfragen auf philosophischen Fragen aufbauen, aber dass natürlich letztlich im realen Alltag, in den meisten Organisationen, dafür kaum Raum ist, um sich das mal klar zu machen, welchen Beitrag man selber in der eigenen Organisation, in einem Unternehmen leisten möchte. Und dafür bieten wir letztlich Raum. Also wir bieten Verantwortungsträgern, aber auch zukünftigen Führungskräften die Möglichkeit, sich darüber wirklich mal klar zu werden. Ich habe mir einfach vorgestellt, dass ich im Beruf einige Sachen bewirken möchte, um halt einfach nicht nur privat in meinem eigenen Konsum ein Wirkungsfeld zu schaffen, sondern eben auch darüber hinaus zu gehen. Und da hat mir einfach das Angebot von der Thales Akademie hat gut gefallen, weil ich mir überlegt habe, dass es als allererstes schon mal ziemlich sinnvoll ist, sich darüber Gedanken zu machen, was eigentlich die Moral für einen selbst beinhaltet, welchen Maßstäben ich selbst für mich gerecht werden möchte und was ich dann auch später in meinem eigenen Beruf als Freiberufler einfach auch umsetzen möchte. Es ist wichtig, andere Standpunkte einzunehmen, um ethische Fragestellungen nicht beantworten zu können, aber vielleicht sich mit denen beschäftigen zu können und sich ein Urteil bilden zu können. Unternehmen sind eine ganz wesentliche und starke institutionelle Gruppe innerhalb der Gesellschaft. Und ich glaube, dass sich durch das Bewusstsein für die Kulturverantwortung im Unternehmen auch gesellschaftlich sich einiges wandeln kann.